So, und damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir uns ein Boot gekrallt und sind von der Insel runtergekommen. Und wir sind anscheinend im Aquarium wieder gelandet und schauen jetzt mal, was wir so als nächstes machen können. So, das heißt jetzt, wir gehen jetzt hier rein und gucken, ob wir... Wer war denn hier? Wer war denn nochmal im Aquarium? Im Aquarium war da auch irgendein Kompagnon von uns. Oder nicht? Ich habe auch meinen Rucksack nicht mehr. Stimmt, in der letzten Folge habe ich ja meinen Rucksack verloren. Und damit, so wie es aussieht, auch alle Waffen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist nicht so optimal. Schauen wir mal, wen wir jetzt hier... Aber den Schlüssel haben wir noch. Okay. Wer oder was? Achso, deswegen habe ich auch keine Taschenlampe. Das könnte schlecht werden. Und wer sich noch daran erinnern kann, wir haben als Ellie, sind wir auch im Aquarium gewesen. Ist das... Ja, und als Ellie waren wir ja auch im Aquarium und haben ja hier die Leute getötet. Wer es verpasst hat, das ist in einer Folge von dem Projekt hier. Das ist die große Frage, ist Ellie noch da? Müssen wir jetzt gegen Ellie kämpfen? Ich hoffe mal nicht. Also irgendwann wird es zu diesem Showdown kommen. Ja, bin ich ehrlich. Bin auch schon ein bisschen gespannt drauf, von wegen, wie dieses Showdown endet und wen wir davon spielen. Ob wir halt Ellie oder Abby spielen. Und, ja. Wie der ganze Kladderadatsch dann weitergeht. Weil ich weiß, wir waren als Ellie hier drinne. Ist schon eine ganze Weile her. Das weiß ich auch noch. Weil das wirklich eine ganze Weile her ist, dass wir da an dem Punkt waren. Und ich weiß, wir sind dann, glaube ich, hier vorne durch diese eine Tür hier vorne durch. Genau, da wo jetzt der Spalt offen ist. Und dann gab es, glaube ich, die Rückblende zu Abby. Abby. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Erstmal müssen wir da reinkommen. So, surprise, surprise. Wir sind am Theater, wo Ellie
Nora und ich weiß leider nicht mal, wie der andere hieß, sich hier eingebunkert haben. Alles okay, Lev? Ja. Und das, glaube ich, wird jetzt the final fight. Also könnte es werden. Ah, ich weiß nicht, ob das so clever war. Weil wir haben ja hier, wenn wir uns noch recht erinnern, ich habe keine Taschenlampe. Wenn wir uns noch recht erinnern, haben wir ja hier alles verbarrikadiert. Um dass keiner da irgendwie reinkommt. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir hier einen Weg hier reinfinden. Gucken wir mal, ob wir einen Seiteneingang finden. Irgendwie ein offenes Fenster. Aber mein großes Problem ist, dass ich eigentlich viel zu wenig sehe. Guck mal, hier haben wir eine Feuerleiter. Okay, dann die Leiter. Bereit? Ja, also dann versuchen wir jetzt, Ellie, uns an Ellie zu rächen. Was ja auch nicht gut ist. Wobei Ellie ja versucht eben halt, sich an uns zu rächen, wegen Joel. Was genauso wenig gut ist. Ja, also. Ist irgendwie blöd. Also ist man in einer Zwickmühle. Wobei die beiden wissen es ja voneinander nicht. Daher. Kacke. Oh no, oh no, oh no. Das wird doch. Okay. Still jetzt. Das wird doch nichts werden, oder? Wird das was oder wird das nichts? Ich würde sagen, das würde nichts, oder? Was macht sie denn? Das sind Leas. Oh, okay. Krass. Krass, 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 krass. Warum haben wir jetzt Fotos von Abby hier? Und nicht von Ellie? Ich hätte gerne Taschenlampe. Ich bin ehrlich. Hallo? Na, bei mir. Also ich weiß, dass es hier links runter geht. Wir sollten nicht zu laut sein. Aber ich sehe auch nichts. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr mehr sehen könnt. Ich gehe mal von außen. Nein. Aber ich sehe nichts. Nichts. So gar nichts. Okay. Also hier scheint alles safe zu sein. Ich bin der Meinung, dass... Weil Nora war ja immer hier unten. Ne? Wie hat er hier unten gepennt? Wo steckst du? Und zwar da. Da auf der Couch lag sie immer. So, jetzt ist sie nicht mehr hier. Hier war noch ein Zelt. Das weiß ich auch noch. Hier konnte ich rein. Aber hier ist auch nichts. Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, ist, dass sie unten auch noch nicht sind, sondern im Theaterraum direkt drinnen. Dreh dich ja nicht um. Lev, ziel weiter auf ihn. Auf den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Ihr verdammten Wichs. Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn auch! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Okay? Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Nein! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her! Lass ihn gehen.
Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Geh weg von hier! Tommy! Komm. Bleib hier. Pass gut auf, sie darf nicht raus. Jetzt ernsthaft? Jetzt kämpfen wir gegen Ellie. Können wir uns einfach nicht beide die Waffen wegnehmen und uns unterhalten? Wäre das nicht auch eine Option? Ich will sie gar nicht abschießen. Bin ich ehrlich? Nimm mir ja nicht weg! Aber wir müssen hinterher. Und müssen gucken, was passiert. Das Problem ist, hier hinten ist es leicht labyrinthmäßig und wenn du keine Taschenlampe hast, dann ist es problematisch. Okay, ja, hier geht's vielleicht ein bisschen besser. Ja, das ist schon ein bisschen unfair, ne? Also muss man mal sagen. Kann ich jetzt eigentlich dich einfach nur... Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein Ende. Greife Ellie nicht frontal an, wenn sie mit ihrer Waffe auf dich zielt. Okay. Okay, jetzt sind wir hinter ihr. Okay, was können wir jetzt machen? Alter! Hör doch auf, du Riesen! Was ist denn mit dir verkehrt? Kann die einfach mal aufhören? Ach, ein Smashing! Scheiße! Ich hab doch eigentlich die richtige Taste gedrückt, aber nein. Ich habe R1 gedrückt anstelle von L1. Also, auch ein weiteres. Miese Drecksau! Was ist dein Problem? Kann ich mich hier einfach so verstecken dahinter? Alter, hört doch einfach auf, gegen euch, gegeneinander euch irgendwie fertig machen zu wollen, zu müssen. Alter. Das hat ganz schön weh. Zum Oberschenkel. Nein. Gleich hab ich dich. So, jetzt sind wir auf der Jagd nach ihr oder was? Oder wie? Bleib hier. Bleib hier. Oha. Der war ja mal fies. Bist du hin? Da bist du. Da bist du! I see you! Ah, du willst also von da kommen. Oder? Nee. Da bist du. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein Anzeigefehler, oder? Ist sie jetzt auf der Jagd nach uns? Also, wir können mal da lang schießen.
Okay. Stopp! Hör, stopp! Sie hatte nichts damit zu tun.